Ich möchte euch sonntagabends ein kleines Gedicht vortragen. Zum Geleit von Matthias Brückers und Gerhard Seyfried. Unterdrückt und unterschätzt war die Pflanze Hanf bis jetzt. 10.000 Jahre unentbehrlich gilt sie bei uns heute als gefährlich. In einem Topf mit harten Drogen, das ist nun wirklich glatt gelogen. Hanf war zum Unkraut degradiert, sein Nutzen wurde ignoriert, obwohl als Rohstoff unvergleichlich und vom Ertrag her wirklich reichlich. Holen wir uns zurück, dann ist er wieder Hanf im Glück. Hätte es keinen Hanf gegeben, wäre die Menschheit nicht am Leben. Es gäbe nicht die geringste Spur von Entwicklung und Kultur. Und der Herrgott sehe von oben höchstens schleimige Mikroben. Doch wir, die diese Worte schreiben, wollen nicht so übertreiben. Auch ohne Hanf, so schätzen wir, gäbe es Pflanzen, Mensch und Tier. Doch was für Menschen, lieber Himmel, es gibt nur sinnloses Gewimmel. Man schlüge sich ums liebe Brot, gegenseitig einfach tot. Und niemand hätte auch nur einen Dunst von Ethik, Moral oder Kunst. Die da meinen, so ist es heute, denen sagen wir nur, Leute. Natürlich ist der Mensch verrückt, solange er Pflanzen unterdrückt.